Jetzt mal ganz langsam. Lieder Malcolm. Malcolm in disguise. Ja, wir nehmen Geist hier. Der Kindermelon? Was? Was? Wieso gibt's hier nur Lamus? Irgendwie habe ich keine Attacken gegen Lamus. Apollo-Geschlechter, wenn dem Geist das Kleidchen hochweht, dann kannst du aber mal sehen. Ich verstehe dich nicht, Roig. Das verstehe ich nicht. Ich bin auch so unschuldig. Alles gut. Okay. Aber wie kann ein Apollo weiblich, männlich sein? Sehr seltsam. Ha! Alle sind unverwirrt. Das zusammen. Bleib du mal. Das mach ich. Strahl! Oh ja. Das wollen wir. Grimasse. Auch kein Mensch. Eisstrahl finde ich gut. Ist Eis gut gegen Bücher? Vermutlich. Ich noch gut aus. Ein Pokémon ist okay. Moment. Hast du meine Gedanken gelesen? Okay. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Ich verstehe dieses Labyrinth nicht. Nö, die Grimassen machen mir auch ganz ohne Skills. Richtig. Richtig. Braucht kein Mensch. Ein Nebulak. Ich hätte auch so gerne einen kleinen Geist. Wo sind denn die ganzen Geister? Freeze. Schön. Und nochmal. Freeze. Eis am Stieg, genau. Ich bin nicht gut genug. Nö, geh heim. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Das war der Plan. Okay, also mit den Tränen hier drin komme ich ja ganz gut klar. Aber mit Sabrina dann halt vermutlich nicht. Ich gebe ihr mal einen... eben noch ein Tee machen. Tu das, Roig. Tu das. Vielleicht mache ich das nachher auch noch. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Es wird ja jetzt ja wieder kälter. Mache ich mir vielleicht auch öfters mal beim Streamen ein.
Okay, also Eis, Eis gegen Geißel scheint echt gut zu sein. Zack, zack, zack. Oh nein. Ein KP. Hätte nichts sagen dürfen. Ah! Will auch nicht mehr. Komm ich jetzt wieder her? Und oder oben? Machen die unsere Psy-Kräfte Angst? Ein bisschen schon. Ganz ehrlich? So gehen auch ein Kadabra, beziehungsweise ein Simsala. Ist schon wieder, wir leveln jetzt total Kaseokre. Und dann stirbt es wieder. Wie immer. Und dann carried Kaseokre. Wir werden sehen. Aber seinen großen, starken Namen. Weil der Mann ist. Siehst du da ein Geschlecht? Das ist ein non-binäres Pokémon. Wenn überhaupt, ist das ja wohl ein Weibchen. Ein Grudon, das Männchen. Er versucht die Nachricht so gut es geht nochmal zu schreiben. Okay, jetzt kommt's gleich. Jetzt kommt's. Ich fände es wirklich schön, wenn Kaseokre bleiben würde. So, wenn ich Dude und Kaseokre hätte. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und dieses Pupita. So, das hatte ich echt Hoffnung angesetzt. Kase beherrscht bin ja sehr gut. Was? Lüge. Was? Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Binär bei PC, binär. Jetzt habe ich dich verstanden. Vorhin gab es eine heiße Zitrone, jetzt gibt es eine Ladung italienische Süßkirsche. Oh, das hört sich sehr gut an. Italienische Süßkirsche. Frage nur 500 Buchstaben. Oh Gott, Gideon. Speichere es dir kurz in Word-Dokument oder so. Oh, du hast keine. Ich bin am Anfang, oder? Was? Sie haben die Trainer besiegt? Und seither ist es kein Kampfstadion mehr? Was? Auch gut. Wie gemein. Ich besiege doch auch alle Arenen. Dann haben die ja theoretisch auch alle keinen Kampfstadion. Das hört sich aus, als wurden die echt irgendwie rausgemobbt. Die Kampftrainer. Da hatte ich übrigens meinen Puppi daher aus der Kampfarena. Ist dir das eigentlich aufgefallen, Mara, dass ich mein Setup hier umgebaut habe? Nein? Ist mir nicht aufgefallen. Wie hast du es denn umgebaut? So, wo war ich? Ich glaube übrigens. Also ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich hatte so im Kopf, wenn du nach oben und unten gehst die ganze Zeit,
Dann kommst du auf jeden Fall an alle Gegner dran. Das habe ich irgendwie noch nicht. Ich weiß aber nicht mehr, ob das stimmt. Nee, jetzt bin ich wieder im Kreis, oder? Mobber. Mit dem neuen Schreibtisch zum Beispiel und anderes Zeug im Hintergrund, okay. Nein, ist mir leider nicht aufgefallen. Oh, nee, nicht nach, da komme ich schon her. Sabrina hat ihn gerade mal in der Arena den Mann besiegt. Evan und Geistern. Okay. Weiß ich, war jetzt überall. Ich traue mich nicht. Absolut nicht. Geht's jetzt wieder zu Koga? Arena Hopping. Wie ist das? Ja, irgendwer hat ja auch gesagt, dass Koga, glaube ich, die nächste wäre. Oh, just remember, do you and I know that I want to finish the run of Ocarina of Time and sometime this week? I think. I don't really have time this week left. Maybe next week? And someday I have to play the Wind Waker too. I don't know how. But yeah, I think this week is a bit complicated. How about next week? You got time next week? Jetzt kannst du es dir anschauen im Discord. Okay, yeah, for sure. Okay, I'm sorry. I'm sorry, I'm a bit stressed. Ich habe nichts bekommen in Discord. Wo denn, Gideon? Sehe nicht. Also das war von euch. Okay, Moment. Moment, ich schaue rein. Ja, das sieht nice aus. Ich hätte auch gern so ein Set. So, Gideon. Die Viecher im Computer vergessen und gestorben. Gideon wird zu stark und erkennt, dass er keine Hilfe mehr braucht und tötet alle neu gefangenen Pokémon. Struggle erkennt Gideons Potenzial und wird von der Macht besessen und tritt Team Rocket bei 10. Bei 10 Jahre später wird ein Kopfgeld von 10 Milliarden auf Struggle ausgesetzt. Struggle erkennt, dass sie nicht mehr sicher ist und tötet Team Rocket. Danach ergreift Struggle die Macht und tötet alle, die ihr gefährlich werden und alle leben in Angst und Schrecken. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Take as much time. I'm in no hurry. Okay, very good. Very good. But I didn't forget it, Steph. We will do that, absolutely. Ey, neue Origins, sorry. Ja. Dann wäre ich wirklich der Allerbeste. Ha. Okay, leider funktioniert Eisstrahl nicht so gut bei Psycho-Pokémon wie bei Geistern. Wieso ist hier ein Psycho-Trainer? Das ist doch eine Gift-Arena. Wollt ihr mich ein bisschen verarschen hier? Thanks. You don't need to thank me. I like playing with you. Es ist eine Ninja-Arena. Gift. Es wurde mir gesagt, das ist eine Gift-Arena. Was haben Psycho-Pokémon in eine Gift-Arena verloren? Das Hypno kann mit Nunchaku so.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Stell dir das vor. Ein Traumato mit Nunchuck. Oder ein kleiner Naruto aus dem Pokéball. Same. Thank you, Seth. Thank you. That's really kind. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Guck, der sieht auch ein bisschen aus wie Naruto. Hier nicht mehr, aber auf der Map finde ich schon. Crystal. Ja, ich glaube, Koga ist leichter als Sabrina. Eine Woche warten ist für mich schmerzhaft genug. Das weiß ich, Gillian. Das weiß ich. Aber wie gesagt, ich hab grad halt leider echt ein bisschen arg viel Stress. Dadurch, dass mein Vater jetzt gerade auch noch im Krankenhaus ist. Und ich jeden zweiten, dritten Tag wenigstens mal hin sollte. Und mein Studium. Und den ganzen Haushalt alleine. Auch einen Müllkalender. Ich weiß gar nicht, wann bei uns die Müllabfuhr kommt. Und dadurch, dass so viele Leute dann noch mit mir was spielen wollen, kriegt das gerade leider nicht alles in einen Hut. Du bist noch jung. Du hast Zeit. Das stimmt, Kitzchen. Da hat Waki Baba alles recht. Was hat der gemacht? Mein Vater? Also pass auf. Mein Vater ist ja Maler. Also kein Porträtmaler, er streicht Hauswände und Innenräume und so. Und dadurch ist er halt körperlich immer belastet. Und er hat schon seit ein paar Jahren halt Gelenkschmerzen bzw. starke Rückenschmerzen. Und noch dazu pflegt er halt keinen allzu gesunden Lebensstil, sag ich mal. Und jetzt haben ihm die Ärzte Schmerztherapie verschrieben im Krankenhaus. Und es hieß, er muss erstmal 3 Tage bleiben, nur und dann sieht man weiter. Und jetzt haben die seine Hüfte geröntgt. Und ich habe noch nie so eine kaputte Hüfte gesehen. Die ist halt einfach total kaputt, also total Schaden. Und dann hat man halt beschlossen. Ist eingefroren. Ja, dann hat man beschlossen, dass man die halt jetzt gleich ersetzt. Und jetzt ist er seit einer Woche im Krankenhaus und jetzt wurde er gestern operiert. Und es ist alles gut gegangen, aber er kommt halt jetzt erstmal nicht mehr heim, weil er jetzt noch 10 Tage im Krankenhaus bleiben muss und danach muss er mindestens 2 Wochen in Reha. Und deshalb, ich muss ihm halt jetzt öfter Sachen bringen oder halt auch einfach mal besuchen gehen, weil es ist halt mein Vater. Und ja, jetzt hat er heute angerufen, er braucht noch meine Unterarmgehstützen. Ich hab ihn gefragt, soll ich dir meine Unterarmgehstützen bringen? Die brauchst du ja dann. Nee, die kriegt ihr auf dem Krankenhaus. So, okay, und heute ruft er an. Ja, könnte ich sie nicht bringen? So, okay, ich bringe sie dir. Krass. Passiert. Passiert. Das ist Routineeingriff, das ist nicht so schlimm. Das überlebt ihr schon. Er ist halt ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt und er ist halt selbstständig. Gott. Jasmine. Gott, Jasmine. Was zur Hölle? Guckt euch mal dieses Bild an. Was ist denn das? Ja. Er ist halt so, er will gleich wieder weiterarbeiten, weil er ja nie krank sein darf, weil er ja selbstständig ist und dann kein Geld reinkommt. Ich hab gesagt, mein Gott. Mein Gott, es geht anderen auch mal so. Ist halt nicht so. Ich weiß auch nicht, wann die Müllabfuhr kommt, aber mein Nachbar macht das einfach für mich. Das ist praktisch. Eine Person weniger macht auch weniger Arbeit. Das stimmt.
Aber zum Beispiel habe ich, also mein Vater hat ein großes Aquarium. Und gestern und vorgestern habe ich sie gefüttert, aber die 2 Tage davor, ich hatte doch so viel Besuch und Stress. Und da habe ich 2 Tage vergessen zu füttern. Also ein Tag ist nicht so schlimm, aber da bin ich dann morgens so, habe ich so auf die Uhr geguckt, so Wecker und dann so. Ah ja, ich kann ja noch liegen bleiben. Ach du Scheiße, ich habe die Fische nicht gefüttert und dann bin ich so runtergerannt. So, oh Gott, ich hoffe, es ist noch keiner verhungert. Ein richtiger Maler, ja. Ein richtiger Maler. Man kann einen Vater nicht mal 100 Kilogramm benchpressen. Was ne Mutter. Wer sagt denn das? Wenn es nach mir geht, habe ich keine Mutter. Aber tatsächlich hat er neulich seine Langhantel verkauft. Also er scheint das früher mal gemacht zu haben, sogar. So Langhanteltraining. Weiß nicht, wie viel er da geschafft hat. Ja, das liebe Handwerk in Deutschland. Die Leute werden eben nur noch verheizt. Ist halt echt so, Rolk. Ist halt echt so. Und er sollte halt auch noch ein paar Jahre arbeiten, eigentlich. Rein theoretisch, wo er in Rente geht. Das in seiner Hand nennt man eine Peitsche oder auch. Ja, das war das Einzige, das ich erkannt habe, Rolk. Aber was sollte der denn darstellen? Bitte. Ja, ich bekomme sie am eigenen Leib. Ja. Richtig. Und ich würde mal sagen, du bist auch noch nicht so alt und musst auch noch ein paar Jahre arbeiten. Würde ich mal behaupten. Und deshalb haben wir Physiotherapeuten auch immer mehr zu tun, weil es immer mehr Menschen gibt, die Rückenleiden. Oder anderen Leiden. Gelenkschmerz. Ja, das Ding ist bei meinem Vater, die haben ihm gesagt, ja, die Hauptschmerzen kommen jetzt schon von der Hüfte. Aber wenn er die Hüfte operieren lässt, dann hat er halt danach schon immer noch Schmerzen, weil halt der Rücken einfach auch kaputt ist. Das ist echt super geil. Aber er meint, es geht ihm schon ein bisschen besser, als er heute angerufen hat. Danke, dass du sagst, ich bin nicht so alt. Das schmeichelt mir mit meinen noch nicht 30. Hoffentlich. Aber ja, halt umso schlimmer, dass du auch schon so Rücken hast. Das ist echt schlimm hier. Frustrieren dich die Unsichtbaren? Ja! Und darum bezahle ich so viel Krankenkasse. Wofür? Gott, Joe. Wieso sind das Götter? Kann mir das jemand sagen? Peitschengötter. Was ist denn das? Gott ist also ein Sklaventreiber, der die Menschen mit der Menschen. Echt so. Echt so. Finde ich ja ein bisschen seltsam. Würde es jetzt aufhören, mich schlecht zu reden. Was? Was? Aber guck mal, Cassiokre ist so heimlich still und leise, der wird 38 geworden. Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Krankenkasse bezahlst du, damit ganz viele alte Leute noch länger am Leben erhalten werden können. Bezahlst du nicht für dich. Er hat mich besiegt, ja. Ich bin einfach Kratos. Ich beziehe hier gerade Götter. War ich bei dir nicht schon? Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Ich glaube, ich komme hier nie wieder raus.
Ich habe keine Vorfahren, ich habe nur eine Mutti in Alabastia. Also ich finde das schon ein bisschen seltsam. Hier drin hat es einfach überhaupt keine Gift-Pokémon und nachher kommt Koga mit seinen Gift-Pokémon, oder wie? Geht Mara das Pokémon wechseln? Wieso steht da denn nicht, willst du das Pokémon wechseln? Warum redet das Spiel in der dritten Form mit mir? EP. Okay, hier will ich. Will wieder zurück. Boah. Sollen wir uns trauen? Durch die Arena kam ich ja jetzt relativ gut durch. Muss mal trainieren, aber wo soll ich trainieren? Ein Pupita aber so gut. Er war gewinnt. Guckst du mir schon länger zu, Roik? Ich habe das Gefühl, du verwechselst hier was. Okay, wie bin ich gerade da hingekommen? Wir speichern. Nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber... Du sagst auf TikTok, dass du nie mehr als 5 Zuschauer hast. Jetzt gerade hast du die Tatsache gesehen. Tatsache. Das war nur ein Beispiel. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. Oh Gott, eine Welt des Schreckens. Tatsache, ich habe heute echt viele Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weightlifter Mia! Hatten wir doch schon. Smogon. Ekio, krieg alles. Ich kann doch keine Explosion, oder? Bitte sag mir, dass die nicht explodieren. Wo ist denn das Leimog? Wir sind ja legendär. Was tut es da? Treffe ich es jetzt nicht mehr? Wollte nicht dieser komische Typ uns Komprimator beibringen, der in den Kangama-Beutel wollte? Wo ist?
Okay, was kommt jetzt? Kommt das Spezial? Smogmog. Ah! Sich, das macht auch einen Sprung. Das habt ihr gut gemacht, Kyogre und Dude. Nur da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Das finde ich gut. Jetzt wäre auch schön, wenn die Spezialabwehr steigen würde. Wie ist das? Roxin. Der kam gar nicht zum Einsatz von Toxin. Der war so schnell tot. Das ist irgendwie schon peinlich, wenn Misty einem mehr Probleme macht als Kruger. Komm ich nicht mehr raus. Ja. Oh, bald die Feuerarena. Jetzt die Noba-Insel. Er hat jetzt nicht gesagt, dass ich Surfer einsetzen kann, oder? Da räumt Cassiopeia. Wenn ihr wie sein überlebt. Ich würde mich an deiner Stelle noch nie so allzu sehr darauf freuen. Oh, also erste Arena, zweite Arena. Ich hab den Titel nicht geändert. Das war ja easy, der Typ. Aber das war echt. Kroger war der einzige in dieser Arena, der Gift-Pokémon hatte. Das wird. Das ist schon viel Vertrauen, oder? Dann lasse ich ihn jetzt einfach sterben, um meinen Standpunkt klar zu machen. Wie fändest du das? Okay, das war falsch. Bin ich jetzt vorhin hin? Erzählst du jetzt gerade eine Emoji-Geschichte? Böser Kase jagt weinende Mara mit Messer. Also ich gebe dir schon eine Chance. Ich werde mein Bestes machen, aber muss ich auch ein bisschen anstrengen, würde ich sagen. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Ich wünsche es nicht. Ich hätte einfach gern den Orden, damit wir weiter können. Hey, lieber Jimmy. Gut siehst du aus, Jimmy. So, Aquavelle oder Eisstrahl? Was ist hier besser? What's up, Seth? Pantimos, ich hasse Pantimos. Das Pokémon braucht auch kein Mensch. Ha! Verwirrt. So. Es hat sich nicht getötet. Es hat sich nicht getötet. Oh mein Gott, Roek. Vielen, vielen Dank für deine Geschenkabos. Dankeschön. Das finde ich sehr, sehr lieb.
Einfach so rausgehauen. Danke dir. Wer hat denn eins gekriegt? Ah, gut. Seishiro Sakura Soka. So, die war schon lange nicht mehr da. Seefix. Wer ist das denn? Chunko. Oh, Chunko kenne ich noch. Marsha Andrew. Und Kokachio. Koka. Oh Gott, oh, Koka Cookie. Kokoa Cookie. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber der war auch schon da. Vielen lieben Dank und guten Abend. Ah, Chunko ist auch mal wieder da. Das ist schön. Ich kenne ich noch. Wir hatten schon das Vergnügen. Schön, dass du zuschaust, Chunko. Let's go! Ja. Und dann nehmen wir Antifa. What? Ernsthaft? Jetzt benutzt die Hypertränke? Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Einfach einen Hypertrank. Jetzt würde ich gerade nochmal einen Hypertrank bei einem Pantimos einsetzen. Vielen lieben Dank und guten Abend. Guten Abend! Habe ich gar nicht gesehen. Guten Abend. Ich werde nicht das Pokémon wechseln. Ja, auf wen die Abos gehen, habe ich keinen Einfluss. Ja, das ist in Ordnung. Es wurden diesen Monat schon viele verschenkt. Tatsächlich. Also die üblichen Verdächtigen, die sind, glaube ich, gerade alle versorgt. Die immer hier rumlungern. Ich weiß auch nicht, nach was der das präferiert. Schon nach denen, die öfters da sind dann, oder? So, wer kommt jetzt noch Simsala? Ja. Auf 43. Kraft Kaseokre das. Oh, shit. Vielleicht töten wir es ja, bevor Seiya kommt. Ja. Aber die setzt jetzt den Hyperdrang ein. Ja. Ich glaube, das ist völlig random. Echt? Das ist total random. Also ich hatte immer schon das Gefühl, dass das manche bevorzugt. Aber gut, ich reichte. In den Algorithmus nicht. Kaseoka, was machst du da? Oh, sehr schön. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich schenke dir den Sumpforden. Den Sumpforden? Wieso gibt es von ihr denn den Sumpforden? Bis Level 70 deine Befehle folgen. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Als Psychogenese? Theoretisch könnte jeder die Psychogenese erlernen. Viele wissen das noch nicht. Kann jedes Pokémon Psychogenese lernen? Nee, oder? Und 4 war das. Nee, ne? Nee, hä? Da wird die für eine Scheiße. Kann doch nicht Leder lernen. Ich bekomme stellenweise auch Geschenke abholen bei Leuten, wo ich ewig nicht mehr war. Ich auch. Stimmt. Okay. Na dann. Boldeknecht hört sich doch gut an. Ich glaube, das ist auch irgendeine passive Attacke. Die provoziert, glaubt, den Gegner oder so. Warte, wir können ja gleich nochmal gucken. Weil ich hier rausfinde. Schauen wir mal, was Folterknecht so macht. Ich
Entzürnt Gegner, um wiederholten Einsatz derselben Attacke zu verhindern. Ja. Dann kann der nicht zweimal die gleiche Attacke machen, weil er so sauer ist. Das ist voll der Knecht. So. Also heute wäre eigentlich alles gut gelaufen. Hätten wir nur das Puppi da nicht verloren. Und kann ich denn jetzt Surfer einsetzen? Hat jetzt irgendwer was gesagt, dass ich Surfer einsetzen darf, kann, muss, soll? Ja, dann wo? Wieder auf die Pokémon. Von wo aus geht man denn da los? Von Anabasia? Oder von Fuxania City? Ja, hier, oder? Das Blöde ist, wir haben schon fast alle Routen abgefrühstückt. Das heißt, wir bekommen, wenn es schlecht läuft, nicht mehr viele Pokémon. Vor dem Spiel muss ich mich noch aufwärmen. Wir hätten hier trainieren können vor den Abenden. Ja, ich hätte das Puppi da gerettet. Mit 30 können wir sogar trainieren ein bisschen mit den anderen. Das ist nicht effektiv. Oh. Ich wünsche, ich hätte ein Elektro-Pokémon. Ein Fritzeblitz. Ja, wir wechseln mal. Riboran. Sag mal was ganz. Er will sich aufwärmen, Mara, und da haust du den Eisenschlag. Ja, das ist der Sinn. Das war der Sinn der Sache. Mein Nidoking ist voll kacke. So kacke, dass ich mich nicht mehr traue, das einzusetzen, wirklich. Halt jetzt auch Wassereis. Beide Wassereis-Pokémon. Okay, das war einfach ein Aurora-Strahl und hat mir eins abgezogen. Eins. Oh, das halte ich aus. Das ist schon ein kleines bisschen peinlich. Sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Ich bekomme ja die ganze Zeit einen Herzinfarkt. So, ich wollte das Pokémon wechseln. Wirklich nochmal. Auf Eis. Moin! Hallo Alex! Wie geht's? Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich
Ja, komm, wir suchen jetzt nochmal. Das ist schon traurig. Ich bin leer. Bin der auch. Ja gut, das ist auch ein Kyogre. Wieso ist jetzt Wasser sehr effektiv? Ist Wasser gegen Gift sehr effektiv? Macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Der ist doch Bodengift. Seht ihr das? Wir gucken mal meine Aurora-Strahle. Boden ist schlecht gegen Wasser, das stimmt natürlich. Der ist Bodengift, der ist nicht Normalgift. Ich sollte echt mal die Pokémon wieder lernen. Und dann ist er sehr effektiv. Ja, das verstehe ich. Das sehe ich ein. Welches ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist Mewtwo. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Und deins, Alex? Auf jeden Fall nicht Aquanas. Ich mag Aquanas. Ihr mögt Aquanas nicht. Und ich habe jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung wegen dem Text, den Kase geschickt hat. Mewtwo ist schon meines. Pech! Pech hatte ich so jetzt. Hier ist irgendwie nichts effektiv gegen irgendwas, habe ich das Gefühl. So einfach besser, oder was? Ja. Okay. Okay, so ein Drecks wie echt. Ich hab die Störung jetzt auch. Was für eine Störung? Die Vodafone-Störung. Das ist natürlich nicht so schön. Ehrlich, wie gesagt, ich mache ein Aquana-Sanctuary auf, wo ich dann alle Aquanas einsammle und beschütze. Vor komischen Leuten wie Gase. Wo mache ich das? Ua, komm mal hier nach hinten. Nee, Mewtwo sein. Was? Nein! Killian! Pass auf, was du sagst. Du verärgerst dir nicht nur mich. Möchte ich Surfer einsetzen? Ich kann endlich surfen. Oder wann hat er irgendwie durchweg einsetzen? Echt so. Echt so. Vor allem bei mir. Jetzt zum Beispiel, jetzt geht's wieder, aber immer wenn ich dann mit anderen was spielen will, also als ich mit Gideon Overcooked gespielt habe, furchtbar. Also, es ist Bodengift. Vielen Dank für dein Follow, Alex. Danke, danke. Ja, oder immer wenn ich Dead by Daylight spiele. Wie Troik und Lena, dann leckt sie ja immer so dermaßen. Aquana geht nicht, kacke, aber ich kenne auch niemanden, der sagt, boah, geil, Aquana. Oh, dann frag mal Kase, der sagt was. Okay, Mara, was ist das zweitbeste Pokémon? Mein Zweitlieblings-Pokémon. Das wäre Latios gewesen. Danke. Was? Moment. Danke dir für diesen Content. Bitte, bitte, gerne.
Automat, eine Nachricht wird zurückgehalten. Was ist jetzt hier los? Hat jemand das genehmigt? Was war das? Nichts Schlimmes, oder? Besides, Totodile is my starter. I'd have to go with Latias. Yeah. Yeah, Latias, I like Latias too, but Latias is red. And Latias is blue, so. Sorry. And Totodile is the best starter. I think that too. Fernsprüche Arctos und Logok für mich. Okay, Logok? Wirklich? Kann so haben. Arctos würde ich dir noch eventuell streitig machen, aber Logok kann so haben. Hätte ich es mir doch egal. Wo kommst du ursprünglich her? Ad permitted term. Okay, war das die Frage? Ich bin aus dem Süden von Deutschland, aus Baden-Württemberg. Auch wenn viele irgendwie meinen, ich komme aus Österreich wegen meinem Akzent. Baden-Württemberg. Ich habe gerade heute so eine Rechnung aus dem Briefkasten geholt von 1488. Was lustig ist, es steht mein Name auf der Rechnung, aber die Handy-Kundennummer hätte zwischendurch bleiben. 1488? What? What? Es gab da noch mal so ein Latius. Ich weiß nicht, wovon du redest. Viking war, aber ich habe keine Ahnung. Er hat sich an 1488 gestört. Hä? Was? Us Österreicher klingen doch ganz anders. Ich finde auch. Aber tatsächlich überkompensiere manchmal mein Dialekt. Und ich glaube, das kommt daher. Dass ich zum Beispiel, sage ich nicht Gehirn, sondern Gehirn. Damit man das R auch richtig raushört. Was ich so in meinem Kaffee jetzt auch nicht sagen würde, aber ich glaube, daher meinen das manche. Das ist das Österreich in Baden-Württemberg. Vielleicht alles. Vielleicht. Mara weiß nicht, was 1488 ist. So unschuldig. Was ist 1488? Wir hören. Sprich mal mit Akzent. Ich kann das nicht auf Kommando. Das Ding ist, ich habe mir das abtrainiert in Trier. Und ich spreche jetzt eigentlich mit meinen Freunden auch hauptsächlich Hochdeutsch, nur mit wirklich Familienmitgliedern, die auch mit mir Schwäbisch reden. Rede ich dann noch Schwäbisch. Also wenn ihr auf einmal anfangt, mit mir Schwäbisch zu reden, dann kann es sein, dass ich da reinkomme und mit euch Schwäbisch rede. So auf Knopfdruck ist das momentan schwierig. Ja, aber dann würdest du ganz viele Worte ganz anders betonen. Wie gesagt, also ich erkenne den Unterschied auch. Aber manche wohl nicht. Rausa! Wo rausa? Was ist jetzt 1488? Dein Nazi-Spruch. Hä? 1488. Do you know Alex? He saved 15 kids from a burning house. Which Alex? I just had a Alex here. In my stream. Welcome, Rainy Siege. Welcome to my stream. Leider nicht die Baumwolle-Farm. Und was redet ihr? Warum weiß ich davon überhaupt nichts? Jetzt nicht ausschreiben. Dann bann Twitch mich. Dann schreib's mir per Instagram oder so. Danke dir. Bitte. Für nichts. Achso, jetzt dachte ich, weil ich dich gepraised habe. Bist du nicht der Typ, der die Kinder gerettet hat? Ich kenne inzwischen kenn ich 420. Ich glaube, es war 420. Wobei ich finde, dass das keinen Sinn macht.
Da wird von rechten Idioten für Parolen genutzt, aber das Automod eine Zahl rausfiel, das ist halt schon hart. Ah, okay. Jetzt. Der Automod hat sich an der Zahl gestört. Okay, jetzt kommen sie ja mit. Warum 1488? Gibt es da irgendeinen Hintergrund? Dieses eine Kapitel. Ich glaube, es gibt so ein KP in diesem Spiel, das ein Eigenleben hat. Und es kommt immer und denkt, die nerv ich jetzt. Die nerv ich jetzt. Da hüpfe ich jetzt rein. Und dann hat das Pokémon auf einmal immer noch ein KP übrig.